Hallo und herzlich willkommen zu deiner Abendbotschaft heute am Freitag, am Venustag. Und wir schauen hinein, was denn die Abendbotschaft ist. The Rose's Kiss, es wird romantisch, die Liebe kommt, ja. Eine ganz große Symphonie wird hier gespielt werden. Eine Liebeserklärung, ähnliches kann heute kommen. Und es ist wahrhaftig, es ist ehrlich, es ist gerade raus, es ist, was es ist. Das finde ich schon mal super. So, und wir schauen für den Samstag rein. Ja, wirklich drücke deine Gefühle auch aus, ja. Ernte wirklich die Früchte dessen, was du jetzt auch an Geduld bewiesen hast. Die Göttlichkeit, das Universum wird dich in allem unterstützen heute am Samstag. Für die einzelnen Zeichen, wie sieht der Samstag aus? Wir beginnen mit den Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Hier haben wir romantische Treffen, Sexualität, eine Einladung, Heilaspekte mit drin, Regenerationsaspekte, also da ist eigentlich alles da. Ja, die Erdzeichen, Stier, Jungfrau, Steinbock, die bewegen sich ein bisschen im Schneckentempo, kommen nicht so richtig in die Gänge, also hier ein bisschen langsamer heute machen. Ein magischer Moment, der Veränderungen bringt für die Luftzeichen, Widder, Zwillinge, Waage und Wassermann und für die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Eine Transformationsebene, die sich auftut in Sachen Liebe. Also einen wunderschönen Samstag. Mucho, mucho amor von mir. Bis dahin, alles Liebe, euer Michael. Ciao.